dass man halt auch geschützt dann da schaut. Es wird daher diese Flugräumlichkeiten kommen und sagen, wir haben vier Tennisplätze, also vier Sandplätze. Ja, Sandplätze. Ja, Sandplätze. Ja, das ist sehr gut. Das ist schon schauen wir mal. Und das hat quasi teurer. Also, dass es nicht gibt. So, und vielleicht einmal mit Schießen, aber nicht in die Hähne, sondern mehr nach vorne lassen. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und veröffentlichen in drei Wochen. Korrekt, ja, aber unter anderen Voraussetzungen leider haben wir noch die Pandemie und die Lockdown sehr mit Abstand und keine Veranstaltung, sondern nur ein Fototermin. Das ist korrekt, aber jetzt noch nicht intensiv. Wir brauchen noch eine Weile, aber heute in einem Jahr werden wir das Eröffnungsspiel spielen. Wiesn sind wirklich freudige Ereignisse. Normalerweise kommt eine ganze Gemeinde zusammen, wenn es ein freudiges Ereignis gibt wie ein neuer Tennisplatz. Aber Corona-bedingt sind wir leider ein bisschen reduziert. Aber für mich ist super, dass es einen Spatenstich gibt und gerade als begeisterter Tennisspieler. Erstens einmal kann er auch selber Tennisspieler sein. Und das war ich viele, viele Jahre, daher ist auch das Interesse da. Und die Bezirksanwaltschaft Rübe ist ja in der Nachbarschaft vom Hallachpark, daher bin ich da also immer wieder unterwegs. Und daher haben wir in der Regel direkt als Behörde diesen Tennisplatz zu tun. Das heißt, wenn wir Sie hier dann öfters sehen, aber spielen? Das ist durchaus möglich und wenn ja, dann spielen. Keine Frage. Ja. Muss ich sagen, dass das jetzt zum jetzigen Stand des Bauprojektes, des Riesenprojektes, neue Tennisanlage in Krug an der Leiter, geht natürlich viel Aufwand und viel Zeit der letzten Jahre voraus. Das waren irrsinnig viele Gespräche mit meinen Vorstandskollegen im UTC Krug an der Leiter, mit unzähligen Vorstandssitzungen, Gespräche, Informationen mit den Mitgliedern des Tennisclub Krug. Prost. Alles Gute. Gutes Gelingen. Prost. Gutes Gelingen. Alle. Danke an alle. Und danke für die konstruktiven Verhandlungen.